Die anderen könnten ein Problem damit haben, wenn wir zuerst zu Captain Tibias gehen. Weil es seine Position festigt und so wirkt, als würden wir seinen Anspruch unterstützen. Das wiederum gebe ich euch recht. Ja, da hast du recht, Bruder. Das sollten wir uns reiflich überlegen, wie wir da vorgehen. Mit wem wir zuerst reden, genau. Thordal hat doch Informationen über die Tau. Die Tau kommen aus einem kleinen, dichtgepackten Sternenhaufen am Ostrand der Galaxie. Das Sternenreich der Tau ist jung, aber extrem dynamisch. Die Spezies treibt einen raschen Eroberungsfeldzug in alle umliegenden Raumgebiete voran. Diese beständige und rasche Ausbreitung in die Systeme, die ans Sternenreich der Tau grenzen, hat dazu geführt, dass die Tau in Konflikten mit der Menschheit und anderen Rassen in der Gegend gekommen sind. Die Menschheit und die Tau gehen zwar manchmal ein Zweckbündnis ein, wenn sie gemeinsam gegen eine größere Bedrohung vorangehen müssen, ziehen dann jedoch wieder in den Krieg. Wenn das Sternenreich der Tau im Rahmen einer seiner Expansionen mehr und mehr Welten und Kulturen erobert und in sein Reich integriert. Im Vergleich zu vielen anderen Spezien sind die Tau nicht besonders aggressiv oder von großer körperlicher Stärke. In seiner kurzen Geschichte hat das Sternenreich der Tau jedoch eine Vielfalt hochentwickelter Technologien erforscht, die die körperlichen Schwächen der Rassen mehr als nur ausgleichen. Während ein einzelner Tau sich niemals mit einem Space Marine könnte, wird er doch zum fürchterlichen Gegner, wenn er in einem gepanzerten Kampfanzug steckt, der mit einer Vielzahl von Waffen, Sensoren und anderen exotischen Gerätschaften bestückt ist. Sehr gut, Brüder. Da haben wir doch einiges zusammengetragen. Darf ich auf Lord Xenos würfeln, um noch etwas über die Krot beizusteuern? Ja, klar, gerne. Dann mache ich das mal kurz. Ein hervorragender Vorschlag oder eine gute Idee. Ja, die Krot sagen dir natürlich auch was. Ein Söldnervolk, was gerne in den Reihen der Tau lebt und ihr Arsenal vervollständigt. Du kannst gerne ausführen, wie du magst. Die Tau sind auch außerdem noch dafür bekannt, mit verschiedenen Alien-Rassen sich gemein zu tun. Wir sollten darauf gefasst sein, dass wir auf sie stoßen könnten, vor allen Dingen in Gebieten außerhalb der Hives, falls es dazu kommen sollte, dass wir doch noch auf festen Grund gehen. Denn nur weil dort keine Hives gebaut sind, heißt das ja nicht, dass dort nichts passiert. Es gäbe da zum Beispiel die Krot, die darauf spezialisiert sind, in Wäldern zu jagen und Hinterhalte zu legen. Seid vorsichtig. Ich werde meine Augen und vor allem meine Nase offen halten. Ich denke, mit dieser Warnung sind wir gut gewappnet. Brüder, was denkt ihr, mit welchen der Kommandanten sollten wir uns zuerst treffen? Also ich denke, auf jeden Fall müssen wir uns zuerst mit dem Watchcap treffen. Der Salamander. Brand. Brand, genau. Das definitiv. Er muss wissen, dass wir da sind. Und der kann uns dann vielleicht nochmal irgendwas an Informationen geben, was denn bereits zwischen diesen Orden vorgefallen ist. Aber aus dem Bauch heraus würde ich, glaube ich, zuerst mit Felros reden wollen. Wenn wir Glück haben, wäre unser Treffen mit Brand auch unbemerkt von den anderen dreien. Lagrange-Punkt überschritten. Austritt aus dem Warp in einer Minute. Wappnet euch, Brüder. Und ich zwinker dem Worgen zu. Der Worgen schluckt einmal, er jetzt seinen Helm aufsetzt und der trägt jetzt auch nicht mehr seine Feldbluse mit der Feldmütze, sondern eben die Carapace-Armor und ist halt auch bewaffnet, ne? Wollte ich nur zu Protokoll geben. Ihr könnt auch erkennen, wie mittlerweile durch die rot blinkenden Lichter, die von eigentlich überall kommen, jetzt auch weitere Personen die Kommandobrücke betreten. Die könnten nicht nur die Interrogatoren erkennen oder den Arbitrator, der jetzt eben sich so angeschlossen hat, die verschiedenen Frauen vom Adeptus Sororitas, sondern sogar den Inquisitor da selbst vom Ordo Malleus in seiner Servorüstung, hat einen Energiehammer an seiner Seite. Und wenn er dann gemäßigten Schrittes und mit einem Nicken an eure Richtung auf euch zukommt, könnt ihr dann auch sehen, wie
Ja, das ganze Schiff wieder zittert, ihr könnt es spüren, die Kopfschmerzen kommen zurück. Das Kratzen an euren Gedanken von irgendwelchen Dämonen, die da hinten da wohnen. Und nachdem das Zittern dann verklungen ist und sich diese Entourage vor euch versammelt hat, beziehungsweise vor dem großen Fenster, könnt ihr dann auch sehen, wie das Ruckeln einmal nachlässt und dann die Kapsel vom Navigator aufgeht. Und könnt ihr dann sehen, wie dort sich der Mensch, der Psioniker, wieder eine große Maske überstreift, damit sein drittes Auge verborgen bleibt. Und er sich von verschiedenen Kabeln losstöpselt. Das stinkt widerlich. Gerade ihr mit euren verbesserten Organen, mit euren Nasen könnt das natürlich riechen. Ein ekelhafter Schweiß, der wohl von ihm ausgeht. Und nachdem dann die roten Lampen endlich ausgegangen sind, könnt ihr auch sehen, wie sich die Fenster nach und nach öffnen. Wir haben alles, Bruder Octavius. Wir stecken zwar in unserer Reserverüstung und haben unsere Bolter bereit, doch die sind nur Werkzeuge. Die wahren Waffen eines Space Marines sind sein Mut, seine Gerissenheit und die Hingabe zu seinen Brüdern. Ihr Brüder der Deathwatch, ich wünsche euch in diesem nächsten Konflikt viel Erfolg. Wenn ihr noch etwas braucht, sprecht mich an. Hab Dank. Okidatoren, Scans einleiten. Scans läuft und ihr könnt sehen, wie das wie der Holo-Bildschirm vor euch erwacht. Ihr seht, wie die Sensorsysteme greifen und dann könnt ihr sehen, wie die Welt Relas vor euch aufgebaut wird. Gleichzeitig auf dem Holo-Bildschirm als auch wenn dann die Fenster nach oben gefahren sind, baut sich das Ganze selbst vor euch auf. Ihr könnt dort eine ganze Menge von Schiffen der Navy erkennen, der Imperial Navy, um die 20 Stück, aber auch drei Angriffsschiffe, die eine andere Farbe aufweisen, und zwar grün, weiß und eisen. Und dann könnt ihr sie eben auch erkennen, die Orden des Salamanders, der White Scars und der Iron Hands. Und dann blinkt eine Nachricht auf eurem Holobildschirm auf. Wir werden gerufen, die Flamme des Prometheus möchte über Funk Verbindung aufnehmen. Bit-Bildschirm wird gestartet. Der Lord Inquisitor schaut euch an. Na gut, dann gehe ich mal in den Aufnahmebereich für diese Übertragung und stelle mich da hin. Mit normalem Gesicht, also keinen Helm auf. Ne? Gut. Ja, ein Kopfnicken von dir wird so gedeutet, dass die Übertragung angenommen wird. Und du kannst erkennen, wie vor dir ein Captain der Space Marines mit drei, vier Bolzen in seiner Stirn auftaucht. Er hat kohlschwarze Haut und feuerrote Augen. Er begutachtet dich und auch den Rest von deinen Kumpanen, die irgendwo hinter dir in Aufstellung gegangen sind. Ich bin Captain Tibias vom Orden des Salamanders. Ihr könnt wohl sehen, dass er eine Aura von kriegerischem Stolz mit sich führt und Autorität auch ausstrahlt. Ich organisiere ein Treffen der Space Marines in dieser Region, das in Kürze stattfinden wird. Stoßt auf meinem Schiff zu mir, damit wir besprechen können, wie die Death Watch uns bei der Rückeroberung des Planeten im Namen des Imperiums helfen kann. Ich grüße euch, Captain Tibias. Ich bin Bruder Octavius von den Ultramarines, zur Zeit der Death Watch angegliedert. Gerne nehmen wir eure Einladung an. Haben der Kommandant Felros und Captain Akrotai schon zugesagt? Die kommen in diesem Augenblick. Wir machen uns sofort auf den Weg. Du kannst schon sehen, wie seine Holo-Übertragung bereits abgebrochen wurde. Sollten wir nicht noch schnell Band rufen? Ja, das ist eine gute Idee. So viel zu den Plänen, ne? Wenn wir Pläne machen, lacht der Imperator. Der Imperator hat seinen eigenen Plan mit uns. Ja. Stellt sofort eine Verbindung zu Watch Captain Brandt her. Einen abgesicherten Kanal öffnen. Abgesicherter Kanal. Verbindung wird aufgebaut. Und nach einiger Zeit kannst du sehen, wie ebenso ein schwarzes Gesicht mit feuerroten Augen auftaucht. Sehr ähnlich dem eben anderen. Allerdings hat er noch mehr Bolzen in seiner Stirn und ist wohl nicht minder stolz, wohl aber milde, möchtest du meinen.
Ah, meine Brüder. Ich bin Watch Captain Brand. Und ihr seid wie angekündigt Gabriel, Doctavius, Tordal und Cry. Wir grüßen euch, Watch Captain. Vielen Dank, dass ihr uns kontaktiert. Und ich bin froh, dass der Inquisitor Plickmus meinem Bitten nachgekommen ist. Nun, es scheint sich um eine ungewöhnliche Aufgabe hier zu handeln. Könnt ihr uns schon etwas mitteilen, was die Natur des Konflikts dieser doch so großen, ruhmreichen Orden, dieser drei ruhmreichen Orden, veranlasst hat? Nun, sie haben allesamt dem Ruf des Feldkommandanten gelauscht. Sie sind hierher auf den Weg von verschiedenen Einsatzgebieten abgebogen und beanspruchen nun den Ruhm für sich selbst und den Orden. Ich kann es ihnen nicht verdenken, gerade wenn der Feldmarschall ruft. Allerdings darf dies nicht zu einem offenen Konflikt zwischen den Orden werden. Deswegen seid ihr hier. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ich hoffe, ihr könnt uns bei dieser Aufgabe unterstützen, insbesondere was euren eigenen Bruder, Kommandant Tibius, angeht. Hoffe ich, dass ihr bereit seid, ihn die Tugenden der Zusammenarbeit zu vermitteln. Tibius ist von Stolz gepackt. Ich möchte mich ungern in diesen Konflikt einmischen. Ich bin zu sehr subjektiv. Ich möchte, wenn ich mich einmische, nicht den Zorn weiter entfachen, vor allem den der White Scars nicht. Ich habe ihre Geduld schon genug auf die Probe gestellt. Sie sind bereits seit 2 Tagen in diesem System und brennen darauf, loszulegen. Ich verstehe. Nun, Unterschied zwischen den Astartes-Orden, da haben wir in der Deathwatch ja schon gelernt, die unterschiedlichen Stärken und auch Schwächen sich ergänzen und auszugleichen. Und ich wäre trotzdem sehr dankbar, wenn ihr mit eurer höheren Erfahrung, weil er hatte ja 4 Altersstecker in der Stirn, eurem Bruder Tibius dies nahebringen könntet, und wir würden uns um die beiden anderen Kommandanten kümmern. Was haltet ihr von meinem Vorschlag? Nun, wenn ihr meint, dass dies den Zorn von den Iron Hands und den White Scars nicht weiter anfacht, dann werde ich mit Tibius sprechen. Ihr müsst nur betonen, dass es wichtig ist, zusammenzuarbeiten, und dass aber auch jeder Orden seine eigenen Stärken hat und diese natürlich auch im Kampf ausspielen muss. Man darf nicht dem anderen seine eigene Doktrin aufdrängen. Das haben wir hier in der Deathwatch gelernt. Ausgezeichnet. Deswegen habe ich euch angefordert. Das hättet ihr selber mit eurer Erfahrung auf jeden Fall auch gekonnt. Nur ich verstehe natürlich, in was für einem Konflikt ihr euch befindet. Ich bin froh, dass mein eigener Orden nicht vertreten ist und sich, ich sag jetzt mal, nicht ganz optimal verhalten würde. Das würde mich beschämen. Ich werde der Besprechung beiwohnen und Tibias ins Gewissen sprechen, aber jegliche Entscheidung, die Deathwatch trifft, darf nicht von mir als Watch-Captain kommen, sondern muss von euch als angefordertem Exterminatorenteam kommen. Ihr seid diejenigen, die neutral seid. Ich kann dies nicht sein. Egal wie ich entscheide, die Salamanders würden leiden. Das verstehe ich, natürlich. Dann, wie wäre es mit dem Titel eines Beraters? Ich bleibe weiter Watch-Captain. Beobachte euch. In beratender Funktion. Ja, nickt milde. Wir sehen uns in 30 Minuten auf dem Schiff. So sei es. Der Imperator beschützt. Der Imperator beschützt. Damit geht der Hohlbildschirm wieder aus. Nun, Brüder, wir sollten uns aufmachen. Nicht, dass wir zu spät kommen. Sowas hasse ich.
Ja, wenn du aus dem Fenster blickst, kannst du wohl auch erkennen, wie ein kleiner weißer Thunder Hawk, ein Transportschiff, den Sigillen der White Scars bereits an dem grünen Schiff anlegt. Der Flamme von Prometheus. Ja, ich schaue irgendwie den ersten Offizier an oder sowas und sage, wir brauchen einen Shuttle, um das Salamander-Schiff zu erreichen. Ja, du siehst, wie Xerxes grinst und dann die verschränkten Arme fallen lässt und euch auffordert, mitzukommen. Verschwenden wir keine Zeit mehr, Brüder. Genau, vorwärts, zum Sieg. Doch, ich folge. Ja, so ganz still, so könnt ihr wieder durch die dunklen Gänge gehen, während Reiniger Xerxes sich wieder so ein bisschen spielerisch umdreht in Richtung zu Octavius. Falls ich irgendwie langsam bin oder aus Versehen gegen das Schiff des Salamanders fliege, dann liegt es daran, dass ich immer noch Kopfschmerzen habe und Rückenschmerzen. Dann sei mal bitte etwas vorsichtiger. Ja, ihr nächstes Mal auch. Ich würdige den keines Blickes und denke mir nur so, so ein Schiff hat doch eine Luftschleuse, oder? Bestimmt. Sollte irgendwas schief gehen, sterben sowieso nur die Menschen von uns. Das stimmt auch, ja. Also wenn er irgendwo gegenfliegt, solange es nicht schnell genug ist, könnt ihr eure Rüstung versiegeln. Das werdet ihr hoffentlich aushalten und nicht direkt sterben. Passt schon. Ungefähr 30 Minuten später könnt ihr auf der Flamme von Prometheus, dem Schiff des Salamanders, eintreffen. Die Luken von eurem eigenen Thunderhawk gehen runter und wenn ihr eure Helme selbst nicht auf dem Gesicht tragt, auch gerade Worgen würde spüren, ihr stinkt nach Schmiede, nach Rauch, nach Ruß, nach Vulkanasche. Ihr könnt sie fast sehen, wie sie in dieser Luft flirrt, als also kleine schwarze Staubkörnchen, die sich über alles legen. Und wenn ihr dann durch die verschiedenen dunklen Gänge geht, habt ihr das Gefühl, als würdet ihr diesen Vulkanaschestaub auch zwischen den Zähnen haben, in der Nase, als ob ihr das nie wieder aus eurer Kleidung rausbekommt. Das ist mir total unangenehm, das tut ja meine Rüstung einsauen. Ja, ja. Auch eure ganzen frischen Sigillen, ne? Also die Reinheitssiegel, die frisch beschrieben sind, auch die werden so leicht angeschwärzt. Perfekt, passt besser zur Rüstung. Dafür ist das natürlich besser. Es stinkt ziemlich, meintest du, ne? Was ist, wenn ich die Gasmaske aufsetze? Das kannst du tun. Die filtert auf alle Fälle den Staub weg. Ja, super. Machen wir das. Das ist auch besser für die Lunge, denke ich. Bevor wir unser Schiff verlassen, also unser Thunderhawk oder mit was wir auch immer rübergeflogen sind, sage ich dem komischen Piloten da, wage es nicht, einen Fuß auf dieses Schiff zu setzen und bleib in dem Thunderhawk. Oder du wirst meinen Zorn spüren. Mach ich. Bis später, viel Spaß. Glaub, ich muss mal ein Exempel statuieren. Mal ich wollte gerade schon was tun. Das letzte ist schon so lange her, ne? Bruder, Tordal. Also schon beim Raub vorbeigehen gebe ich ihm einfach so ganz locker so einen Schulterschlag. So mit meiner Rüstung so an ihm vorbei. So schon, man merkt schon, dass es Absicht war, aber es soll ihn jetzt nicht umbringen. Naja, umbringen wird es nicht, aber er wird halt unangenehm gegen das Eisen vom Thunderhawk gequetscht, ne? Oh, das macht jetzt jeder von uns. Und dann guckt Tordal ihn mit seinem passenden, fast schon Knurrengesicht an. Beim nächsten Mal wirst du nicht widerstehen. Also ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass der noch eine Weile eingeschüchtert ist, ne? Das ist ja schon ein Tag her. Nee, Kurzzeitgedächtnis hat er nicht so. Nee, es ist nicht ein Tag her, den hatte dir gerade erst verscheucht. Er ist auf alle Fälle, beim nächsten Mal würde er sich Frechheit nicht erlauben. Aber erst generell ist er so ein sehr lustiger Mensch, vielleicht nicht, aber verbittert vielleicht, ja. Ich erwarte ab sofort den passenden Respekt uns gegenüber. Verzeiht meine Lords. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg da drüben. Ihr seid das Licht des Imperators.
Diese verdammten Navigatoren standen nie auf einem Schlachtfeld, nie auf einem von Xenoabscham berührten Planeten. Wir wissen nicht einmal, was für einen Respekt sie uns entgegenzubringen haben. Also wenn du Xerxes meinst, der hat Brandnamen, der hat ein Metallstück in seinem Gesicht. Das ist halt ein also du siehst auch sein Vollbart, aber darunter ist er unglaublich vernarbt. Ist mir egal, ich habe mehr Scheiße durchgemacht als er, bin ich mir sicher. Das Fälle, ja. Auf jeden Fall. Dann, wenn ich sein Gehirn verspeise, wird er wissen. Ich habe doch mal so einen Gouverneur aus dem... irgendwie aus so einem Turm geworfen. Nee, du hast deinen Kopf zertreten, glaube ich. Er ist auf die Beine getreten und dann... Vorher hat er Besuch gehabt von mir. Also ich glaube, du hast ihm den Kopf zertreten, ja. Der Gouverneur von einem Agrarplaneten. Ja, richtig. Tordel hat ihm die Beine gebrochen und Octavius hat ihn zum Kopf zertreten. Das hat sich wohl nicht rumgesprochen, irgendwie. Nee, das ist ein anderer Arm. Ein anderer Kreuzzugsarm. Aber wobei, er war ja auch mit dabei. Ist ihm aber egal gewesen. Ja, du aber könnt... das mit dem Gehirn habe ich gerade laut gesagt, dass er es hört. Ja,